Hallo Freunde der gepflegten Feuerunterhaltung. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Gameplay. Und zwar zocke ich heute mit euch Ninja Legends und der Titel ist am 11. Juli erschienen als Early Access Titel. Mit dabei ist die Lilly. Ne? Du bist dabei, oder? Ja, Lilly, guck mal kurz in die Kamera, die weiß gar nicht, was abgeht. Ne? Genau, die meckert gerade mit mir. Also lassen wir uns mal in Ruhe. Kam gerade gut. Okay, gehen wir mal auf die Steam-Seite. So, ja, hier steht es 11. Juli. Lassen wir mal ganz kurz den Trailer laufen. Also Ninja Legends ist ein Wave-Shooter. Es kommen die Gegnerwellen immer auf einen zu. Und ja, die müssen dann abgearbeitet werden. Und das kann ziemlich schnell, ja, hektisch werden, sage ich mal. Ich glaube, hier der Trailer zeigt ein bisschen schwierigen Modus. Ich habe von den 4 Ninja gewählt. Das ist der zweite, also so ein normaler Modus. Und der wird nachher schon recht knackig, fand ich. In den ersten Level natürlich nicht. Ja, wie gesagt, wir können Gegner zerteilen. Wir können Waffen freischalten. Ich hatte kurz bevor ich die Aufnahme jetzt hier gemacht habe, oder dieses Intro, habe ich mal 5 bis 10 Minuten reingeschaut, habe die ersten 2-3 Level getestet und ja, hat Spaß gemacht. Ich habe einen Stab freigeschaltet, Schwerter hat man am Anfang direkt und dann habe ich noch so einen Bogen als Spezialfähigkeit freigeschaltet, die lädt sich immer auf, wenn man Gegner killt und dann kann man damit schießen. Es gibt 3 Stufen, 3 Pfeile, also ist ganz cool, diese Fähigkeiten. Und ja, hier sehen wir nochmal, man kann so Sachen freischalten, dann sind die Gegner klein, haben große Köpfe und so weiter. Habe ich jetzt aber noch nicht irgendwas freigeschaltet groß. Okay, gehen wir mal weiter. Der Titel kostet 16,79, ist natürlich nicht ganz so günstig als Early Access Titel und ja, ein Indie Titel ist es natürlich. Muss man natürlich selber entscheiden, ob einem das Spiel dann gefällt oder nicht. Ja, das Spiel unterstützt die Valve Index, die HTC Vive, Oculus Rift und VMR-Brillen. Man kann im Sitzen, im Stehen spielen. Das Spiel hat wirklich eine extra Funktion. Wenn man im Sitzen spielt, wird man automatisch so ein bisschen runtergesetzt. Wir haben Links- und Rechtshänder-Modus, da wird man am Anfang gefragt. So, 18 Level gibt's. Also da gibt es auch immer so Bosskämpfe dazwischen. Wir können 6 Waffen freischalten, wie wir hier sehen. Schwerter, Klauen, diesen Stab. Gauntlets weiß ich jetzt nicht, was es ist. Odashi, Wakizashi, weiß ich auch nicht. Und Naginata habe ich nicht freigeschaltet, also kann ich noch nichts zu sagen. Den Bogen habe ich freigeschaltet, hat Spaß gemacht, diese Spezialfähigkeit. Die anderen noch nicht. Vielleicht werden wir die nachher freischalten im Spielverlauf. Genau, und das, diese Unlockable Secret Modes, das war auch gerade das, was wir gesehen haben, wo die diese riesen Köpfe hatten. Da kann man Sachen freischalten, die ein- und ausschalten im Menü und so weiter. Zeige ich euch aber gleich mal. Ja, das war es auch erstmal hier mit der Vorstellung. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal ins Gameplay und dann schaltet am Ende nicht ab, denn nach dem Gameplay kommt ja immer dieses kleine Fazit, sage ich mal. Nur nochmal zur Verständnis, das ist kein wirkliches Review vom Spiel oder ein Fazit. Dafür müsste man viel länger spielen, sondern ich bewerte die Spieldauer, die ich jetzt wirklich in dem Video gemacht habe. Die kann ich bewerten und mehr auch nicht. Was Spiellänge und so weiter angeht, Spielspaß auf Dauer kann ich natürlich nicht zu sagen. Und da müsst ihr mich natürlich auch verstehen. Ich versuche euch so viele Spiele wie möglich ja, nahezubringen. Kann natürlich nicht alle durchspielen. Aber ich sage auch immer, wenn Leute wirklich mehr von irgendeinem Spiel sehen wollen, wo die sagen, ah, okay, zeig uns da mal noch mal ein bisschen mehr vom Gameplay, dann versuche ich natürlich, das irgendwie reinzuschieben in meinen Tagesablauf, sage ich mal, in meinen Terminplan, dass ich dann ein Spiel von der Story her eventuell noch mal ein bisschen weiter zocke, dass ihr seht, okay, der Verlauf vom Spiel geht so und so und lohnt sich eventuell für euch dann auch zu kaufen. Also da bin ich offen für alles, wenn ihr das unter die Kommentare schreibt oder mir im Discord schreibt und so weiter. Ja, Leute,
Wir gehen jetzt mal ins Gameplay und ich wünsche euch viel Spaß. Okay, Leute, hier sind wir bei Ninja Legends in unserem Dojo. Quasi unser Anfangslevel, sage ich mal. Und schauen wir uns mal ganz kurz die Settings an. So, hier habe ich eben schon mal die Musik gemutet, weil die ziemlich laut ist. Wenn ich hier was erkläre, ist das ein bisschen blöd. Hier haben wir Linkshänder-Support. Also für alle Hoshis da draußen, die Linkshänder, ihr werdet hier auch bedient. No Gore ist also ja keine Gewalt. Ne? Ich denke mal, das gilt den Zerteilen der Körper und so weiter. Hier haben wir Low Blood, also dann spritzt wahrscheinlich nicht so viel Blut. Snap Turning ist hier ganz gut, weil die Gegner kommen auch schon mal ein bisschen von der Seite oder auch von hinten. Und ja, dann ist es angenehmer, wenn man wirklich ein bisschen sich bewegen kann mit Snap Turn, falls man im Raum nicht genug Platz hat. Das weiß ich jetzt nicht, was damit gemeint ist, kann ich aber auch nicht anhaken. Hier könnten wir, wenn wir sitzen wollen beim Spielen, können wir hier die Höhe anpassen. Ne? Ist auch ganz gut gemacht. Und No User Interface beim Gameplay. Also ich denke mal, damit ist gemeint unser Lebensbalken und unsere Spezialattacke-Balken, dass wir den nicht mehr sehen. Ja, das war es eigentlich schon. Ich schalte mal die Musik wieder an. Ich versuche da so ein bisschen gegen anzukämpfen. Hier haben wir noch Secrets, also hier kann man Sachen irgendwie freischalten. Tutorial, gut. So, und dann kommen wir zu den ganzen Waffen. Also man kann Waffen und Spezialattacken freischalten. Also ich habe jetzt hier die Katanas, die hat man von Anfang an. Und dann noch den Staff, also diesen Stab hier. Wir fangen aber wirklich mal nur mit den Katanas an. Das bekommt man nach Level 1, glaube ich. So, und wir spielen das Level 1 jetzt nochmal. Wir haben auch vier verschiedene Schwierigkeitsgrade und Ninja ist da der normale Modus. Reicht eigentlich. Also man kann auch mal Master probieren. Vielleicht machen wir das gleich einfach mal, um zu schauen, wie das so ist. Und ja, fangen wir mal an. So, wir sollen unseren Dojo hier verteidigen. Na komm. Sir! 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 Sir. Jetzt kommen sie mit drei. Na komm. Also wie man sieht, ist Arcade-lastig. Also es, man muss nicht so viel dabei können oder denken. Unser Spezialmove. So, dann haben wir einen Bogen. Und wenn wir den auf drei Level aufgeladen haben, dann können wir drei Pfeile schießen. Ha! Machen wir nochmal unseren Bogen. Ende. Na komm. Wäre cool, wenn man die so 3-4 Mal in der Luft zerteilen könnte. Ende. Nee, kein Ende. Kein Ende in Sicht hier. Rüber ab. Wir laden gleich mal auf, bis wir alle drei haben. Der hat uns erwischt. Steht da nochmal auf? Ich dachte, das wäre es. Schweig! Du Lappen! Und 29. Platz? Ja, gar nicht so schlecht, oder?
Ein Stern haben wir nur bekommen. Gut. Ja, machen wir Next Level. Ja, man sieht natürlich den Indie-Look. Aber so ein bisschen, um ein bisschen rumzuschnetzeln, ist das eigentlich vollkommen okay. Auch die Waffen, die man kriegt, man bekommt immer andere Waffen. Und Arm ab. Also bei jedem Kill, den man macht, lädt sich die Leiste hier auf. Also ich habe gemerkt, wenn man von unten nach oben schlägt, hat man echt viel Schlagpower. So, du kriegst jetzt drei Headies, Junge. Ist natürlich auch alles wieder Wave-Shooter, ne? Meine Wand? Double kill. Greif an. Hey, du hast einen Pfeil im Kopf. Pfeil im Kopf, komm. Chup, chup. Junge. Aus dem mache ich einen Döner. Okay, ich wollte eigentlich nach hinten gehen, aber gut. Oh, wieder der Große und wir haben keinen Spezialangriff. Müssen wir erstmal den hier als Kleinen wegkriegen. So. Headshot. Fatality. Ganz schön anstrengend. Ein Stern. 46, da kann ich mit leben. Felix VR sagt mir auch was. Ich glaube, die haben auch einen YouTube-Kanal. Mal kurz das. Oh, Masken. Bossfight, okay. Let's go.
wir gleich aufgeladen haben, kriegt er sie. Wieder so eine Mistmaske. Die sind schnell. Und die lenken einen ab. Die haben auch ganz gut eingebüßt gerade. Bin ich gestorben. Waren hier die Masken, die mich kaputt gemacht haben? Puh, okay, neu. Na komm. Double kill. Komm. Komm her. Bleib liegen, bis dein Meister kommt. Da kommt er schon. Können die uns schon mal nicht mehr nerven? Doppelkill. Hab ich eine ganz gute Taktik. Come on! Batteriefach gerade fast aufgegangen. Angriffe von denen kann er relativ gut abwehren. Aber diese Viecher sieht man so schnell schlecht. Oder? Ah. Blocking Master. Blocking Meister. Kein Dings bekommen? Okay, nächstes Level. Ich weiß gar nicht, kann ich hier mittendrin einfach mal die Waffen wechseln oder ins Menü? Lass uns mal ins Menü. Ich möchte euch mal das Teil hier zeigen. Das macht auch echt Spaß. So. Triple kill. Man zerteilt es nicht mehr so, aber vom Kampfstil her gefällt mir das. Also man kann diese Pfeile oder Ninja-Sterne, die schmeißen und Messer auch zurückschleudern, wenn man trifft. Huh?
Bei dem Spiel wünsche ich mir echt 10 Meter Platz. Quest wäre geil hier. So, jetzt haben wir einen 3-mal Spezialangriff, also Pfeil. Ist noch irgendwo was? Jetzt lässt er den Spezialangriff die ganze Zeit laufen. Okay, ist natürlich blöd. Okay, sollte man eigentlich nur machen, wirklich, wenn genug Gegner da sind. Ich dachte, man kann nur einen Pfeil abschießen auch. Ist das anstrengend, Leute? Wahnsinn. Fans, aber hier viele, du. Mega Kill. Mega Kill. Brutality. Double Kill. Immer in die Fresse rein. Na komm. Ach, du stehst auch immer wieder auf. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Okay, der hat natürlich trotzdem getroffen, aber eigentlich war der nicht wirklich im Ziel, weil er sich geduckt hat noch. Oh, wird echt fordernd hier. Fallen die Lappen. Puh. Okay. Double Kill. Hört das denn nochmal auf mit euch hier? Ich bin schon zu nah an der Wand hier. Okay. Ja, kein Problem für mich. Langsam wieder too much. Boah. Leute, ist das hart. 2 Sterne immerhin bekommen. Yes. Also wenn man hier jetzt richtig viel Platz hätte und man baut sich wirklich so einen Stab, wo die Touch-Controller dran sind. Boah, ich glaube, das macht richtig Spaß. Aber hier würde ich alles kurz und klein schlagen. Wow, okay. Double Kill. Okay. Wir rudern.
Na, wer will nochmal? Komm. Come here. Kabel stört ja auch. Aber stört eigentlich immer in VR. Jupp, kriegst du einen direkt vor den Kopf. Jupp. Und? Hey, du hast einen Pfeil im Kopf. Kollisionsabfrage und so, das klappt auch ganz gut. Natürlich hier die Physik von Blade and Sorcery. Hört nicht auf. Nicht mehr viel Energie. Der kann direkt liegen bleiben. Wir haben drei. Oh, noch ein großer. Hässliche Fresse rein. Doppelkill. Keine Sterne, ich weiß nicht, wie viele Punkte man da machen muss. Boah, ich bin am Schwitzen, Leute. Ich glaube, eine machen wir noch. Das passt auch ganz gut. Jetzt haben wir einmal eine neue Spezialfähigkeit freigeschaltet. Um euch das mal zu zeigen. Well done, Ninja. You have recovered a very important scroll. This skill is called Shadow Blast. Shadow Blast. When you trigger this skill, you will be able to summon a very powerful energy blast that will damage enemies and potentially affect adjacent enemies close to the blast radius. Okay. Make sure to aim carefully before you pull the trigger again to release again the energy blast from and the again palm of your hand. Könnte ein bisschen mehr hermachen, würde ich sagen. Also eine Kugel, die da langsam fliegt und dann kippt ja um. Ja, wir probieren die definitiv aus.
Escape the city. Night has fallen, and they have retreated into the bamboo forest. With the rest of the scrolls. Ja, nachts ist zwischen Oma, ganz nett. War gleiche Map wie eben eigentlich, nur abends. Wir sind. Die Front sieht ein bisschen anders aus. Oh, jetzt kommen sie auch von allen Seiten. Das macht er natürlich noch schwieriger jetzt. Was soll das mit meinem Kabeln hier, ey? Okay. Dachte, hätte nicht geklappt. Jetzt müssen wir mal hier einen Helikopter machen. Mal noch rein. Triple kill. Ich muss aufpassen, dass ich in irgendwelche Wände hau hier. Das bremst einen so ein bisschen im Spielfluss. Die Angst, dass man irgendwo gegen eine Wand haut. Also Spezialfähigkeit finde ich jetzt nicht so toll. Nicht gelungen. Ah, jetzt die Wand. Oh. Ja, das ist alles nur Zufall irgendwie. Also das gefällt mir jetzt überhaupt nicht, dass die jetzt von hinten und von vorne kommen. Wer hat so viel Platz, um sich komplett immer rumzudrehen? Und also da braucht man wirklich 5x5 Meter, würde ich sagen. Da kann man echt entspannt solche Spiele spielen. Aber wenn man so 2,5x2,5 hat, nee, da macht man ja 1-2 Schritte und dann ist man schon gegen der Wand. Ja, Leute, ich würde sagen, wir gehen mal ins kleine Fazit und bis gleich. Ja, Leute, ich komme jetzt direkt aus dem Gameplay und bin echt außer Atem. Und mir ist echt warm. Aber ich dachte, jetzt machst du das direkt nach dem Gameplay hier. Dann ist auch noch alles frisch. Also das Spiel hat auf jeden Fall Potenzial. Es ist ein Wave-Shooter. Also da müssen wir uns nichts vormachen. Macht aber Spaß, sich da durch die Reihen zu metzeln. Auch wenn man sich jetzt nicht wirklich bewegen kann. Klar wirkt das Ganze dann ein bisschen angestaubt. Weil eigentlich sind wir ja gewohnt, dass wir uns durch Level bewegen können und so weiter und so fort. Inwieweit das jetzt Weiterspielen animiert, das Ganze hier. Klar, man kann die ganzen Waffen freischalten. Man muss sich bis, ich glaube, Level 18 oder 20, ich bin mir jetzt nicht sicher, muss man sich hochkämpfen. Und dann ist auch Ende, dann kommt nochmal ein Hauptbosskampf und dann war es das auch. Ja. Also am Ende fand ich es jetzt blöd, dass wirklich die von allen Seiten kommt. Und ja, wenn man einen kleinen Raum hat, macht das keinen Spaß. Absolut nicht, auch wenn man jetzt Snapturn hat. Also man muss sich eigentlich selber die ganze Zeit bewegen, damit man alle ummähen kann. Und ihr habt ja gesehen, ich habe dann einfach den Helikopter gemacht und dann ging es eine Zeit lang gut, aber ist dann auch mehr Glück als alles andere und dann braucht man so ein Spiel nicht spielen. Also eigentlich macht ja Spaß, wenn die Leute oder die Gegner so rankommen und man muss blocken, direkt Gegenschlag und ausnocken. Also das macht eigentlich Spaß. Wenn ich dann nur noch wild rumwirbel, ist für mich der Spaß raus.
Nett sind diese Spezialattacken, die man freischalten kann. Also, der Bogen, der war cool, fand ich. Dieses Shadow, weiß ich nicht mehr, Shadow Blast oder wie das hieß, war jetzt nicht der Brüller, fand ich. Gibt es natürlich noch andere Sachen, die man freischalten kann. Und ja, das muss jeder für sich selber entscheiden, ob das Spiel was für ihn ist. Kostet 16,79 €. Muss natürlich dann jeder selber entscheiden, ob man solche Spiele mag oder nicht. Um einfach mal sich auszupowern und die Wut rauszulassen, ist es echt gut. Kann man dann so ein bisschen mit ja, Blade and Sorcery, Gorn und so weiter vergleichen, wo man einfach nur metzelt. Natürlich hat es nicht die Physik wie Blade and Sorcery, also ist einmalig das Spiel von der Physik her. Ja, das war es eigentlich von meiner Seite aus und ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, war unterhaltsam für euch. Wenn ja, würde ich mich natürlich über ein Like freuen und ja, wie immer, falls ihr mir noch kein Abo gegeben habt, haut doch mal auf den Abo-Button, würde mich freuen und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal, beim nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Ciao.